Zap, zap, ab, da sind wir wieder. Weiter geht es mit einer neuen Folge Far Cry 6. Megamäßig, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute werden wir versuchen, das Gebiet so weit wie möglich zu klären, alle Kisten einzusammeln. Wir befinden uns auf der Karte östlich von Madrugada. Werdet ihr gleich sehen. Hier haben wir schon mal das erste Kistlein, was wir mitnehmen müssen. Okay, das sind zwei. Dann machen wir das mal so. Offizier, dein Rang beschützt. Gute Nacht. Es war mir eine Ehre. Hier gelange ich mal kurz rein. KSG-Schrotflinte. Das ist sehr nett von dir. Ich habe keine Zeit auf deinen Schwachsinn. Ich muss weiter. Komm hoch. Tschüss. Wir rein. KSG. Genau, wir befinden uns also hier. Ne? Wir werden jetzt hier weiter stratzen. Oh, da müssen wir hier landen. Nur uns die Kiste. Nehmen die Sachen hier mit. Als erstes das. Und dann arbeiten wir uns Richtung Norden hoch. KSG. Wenn man Schrotgewehrspieler ist, ist die schon ziemlich geil. Kann man nicht anders sagen, ne? Drei Mods. Kann was. Müssen wir schauen. Je nachdem, wie viel Loot... Ja, ist ja gut. Wie viel Loot wir so farmen können, dass wir uns die ein oder andere Waffe dann auf Maximum upgraden, weil alle wird schier unmöglich sein. So viel Schießpulver kannst du gar nicht farmen. Oder kann man schon, aber das dauert natürlich ewig lange. Ich muss mal kurz jemandem helfen. Das gehört alles mit dabei. Denn ich brauche Banditos. Ja, genau. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, welche Waffe ihr wohl gerne aufgemottet sehen wollt. Wir können wie immer über alles reden. Schauen wir mal. Ja. Hilf mir! Na komm schon! Das ja mich so. Neue Kisten. Oh fuck! Okay, wartet mal. Ach Gottchen, da kommt jetzt alles angeflogen. Und wir verpissen uns ganz schnell. Ganz schnell verpissen. Kein Stress mit den Typen. Die flacken da alles weg. In der Zeit können wir gucken, wo die Kisten aufgeploppt sind. Ich habe schon so gründlich gespielt, ne? Und du lässt immer wieder noch so ein, zwei Kisten liegen. Eins, zwei und die dritte... Weiß der Geier. Es ist eigentlich immer relativ nah. Da. Libertad-Kiste 1, 2, 3. Ja gut, warum denn nicht, ne? Fliegen wir erst hier hin, holen die kurz. Bis dann haben die sich da beruhigt. Und dann können wir den Kontrollpunkt einnehmen. Ich überlege auch, die Folge ein bisschen länger zu machen, damit wir das dementsprechend in dieser Folge abgearbeitet haben. Aber gucken wir einfach mal. Wie mich so die Lust treibt. Shit. Komme ich hier nicht mehr hoch, ne? Ich habe eine Idee. Kann ich da unten landen? Na gut, komm. Reparieren wir kurz. Oder wisst ihr was? Drauf geschissen, oder? Nachher komme ich hier wieder nicht hoch und dann ist hier wieder das große Drama. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Dann machen wir es anders.
jetzt hier hin. Die haben sich beruhigt. Die Kiste hole ich dann ohne euch. Ist es ja sowieso random. Irgendein Ausrüstungsgegenstand ist dann da drin. Wenn es irgendwas sein sollte, was außergewöhnlich ist, zeige ich es euch natürlich. Gut, das sieht doch gut aus. Wir werden uns den von hier krallen. Sag's schon, Cornio. Entenjagdgebiete. Na, warum denn nicht? Warum denn nicht? Scheiße, Kontrollpunkt. Ach, wir wissen auch, dass so ein Kontrollpunkt ist, Dani. Krieg dich mal wieder ein. Kamera. Aber Schild auch extrem gut angebracht. Erst die Kamera. Davios Verstärkung. Na ran. Ja. Da oben ist er. Ein Ingenieur. War klar. So klar, dass der Spaß da runterkommt. Und den letzten Typen. Danke. Unser Kontrollpunkt. Easy. Richtig easy. Da lang wir rein. Perfekt. Cornio, bald sind wir Stufe 10. Dauert gar nicht mehr lange. Komm, was kriegt der Papa? Ein bisschen Kleber. Hallo? Hey, na? Carajo. Carajo? Neues Schnellreiseziel. Das haben wir alles. Hier ist nichts mehr von Bedeutung. Schnappen wir uns diese Kiste. Radikalen Durchflug. Kann immer eine Waffe sein. Das ist halt das Spiel. Achtung, Pilot. Sie fliegen durch gesperrten Luftraum. Landen Sie unverzüglich. Na, perfekt. Alter, wo willst du hin? Heli! Heli! Oh Gott. Oh mein Gott. Er fliegt unbemannt. Ist er denn wahnsinnig? Ich bin zu früh ausgestiegen. Flammenwerfer. Komm, ich zünd dir die Kippe an. La 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 la. Pass bloß auf, Dani. Pass bloß auf, Dani. Mit den Typen ist nicht gut Kirschen essen.
Naja, man kann es halt nicht wissen. So, ab ins Gebüsch da hinten. Eins muss man mir lassen. Der ist gut getarnt da hinten im Wald. Den findet so schnell keiner. Ich hoffe, der ist nicht kaputt. Aber dann hätten wir eine Explosion gehört. Von daher bin ich guter Dinge, dass er weiterfliegen kann. Solange noch 1% Leben in ihm steckt, können wir ihn reparieren. Das ist das Gute. Der ist wirklich geil getarnt hier. Erstmal müssen wir ihn umdrehen. So. Nein, reparieren bitte. Ja. Ach. Der ist doch noch gut. Der geht doch noch. Gut, die Libertad-Kiste da vorne, wie gesagt. Die hole ich ohne euch. Dann fliegen wir dahin und dann arbeiten wir uns nach oben durch. Dab, dab, da, da, da. Dieser Heli ist so genial. So genial. Der einzige Nachteil ist halt, dass man die Karte nicht aufdeckt. Ansonsten gibt's keinen. Der ist schnell, wendig, kannst den überall platzieren. Wie geil ist das denn? Hier ist eine Rennmission. Und was können wir hier holen? Aktivieren das mal kurz. Damit es auf der Karte auch angezeigt wird. Kleber. Wie, reparieren schon wieder? Wo hat er denn den Schaden genommen? Ich habe den doch gerade erst frisch gemacht. Unfassbar. Ich mach den kaputt, nur weil ich drauf sitze oder was? Hierhin. Schön von der Straße wegparken. Hier sind nur Irre auf der Straße. Sorry, ich kann ihn gar nicht sehen, den Typen. Wurde mir nicht gerade jemand angezeigt? Bin mir sicher. Kleber. Schießpulver. Eine Pisch. 41. Ich glaube, die ist richtig gut. Gucken wir mal auf die Mods. Oder die Slots, besser gesagt. Ja, geht so, ne? Das geht schon besser. Premium wäre natürlich, wenn ich das hier vorher markiert hätte. So. Holen wir uns die Basis. Und die Kiste, steht sich. Wir brauchen die zweite Panzerdivision an unserer Seite. Ich denke, das kann nicht verkehrt sein. Da war mal eine Flakstellung, so wie es aussieht. Hey Clara, was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass ich einen Außenposten einer Panzerdivision gefunden habe? Ich würde sagen, klau ein Panzer. Das wird ein Tag nach meinem Geschmack. Ich soll einen Panzer klauen? Halt, da hinten ist noch jemand. Hier ist ja wieder eine Menge los, kann man nicht anders sagen, ne? Seid ihr wahre Iraner?
Ta-pa-pa-da-pa-pa. Ey, entspann dich! Du kleiner Affe. Entspann dich. Sieht er mich noch? No. Das ist sozusagen sein Todesurteil. Das ist sozusagen sein Todesurteil. Wir machen es wie immer. Die altbewährte Taktik. Sanitäter. Kamera. Conjo. So, gehen wir mal hier rum. Schön. So will ich das. Da oben will ich hin. Aber wie komme ich hier rein? Von hier. Kamera. Tatsächlich haben wir, glaube ich, alle von außen nur. Keine Ahnung, was jetzt hier los ist. Warum die jetzt hier durchdrehen? Haben die das Holz gehört, wie das zersprungen ist? Da kommt tatsächlich irgendein Freak angerannt. Zieht's euch rein. Sani! Sani down! Da kommt noch einer. Ingenieur gesichtet. Will der Ingenieur jetzt den Sani helfen oder was? Irgendwo habe ich einen Sniper gesehen. Du kannst dich nicht verstecken. Ich will mich gar nicht verstecken, wenn ich ehrlich bin. Sucht alles ab. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Wo ist der denn? Dreck! Das wäre so schön gewesen. Das war der letzte, ne?
war der Letzte, der hier Alarm geschlagen hat. Na komm ran. Da kommen jetzt jede Menge, ne? Ja, was ist jetzt, Leute? Habt ihr Bock zu sterben? Kommt doch einfach vorbei! Wie viele kommen jetzt? Deckung! Spritze. Da bist du! Finger weg. Mal ärgerlich, ey, der Letzte. Ich sehe Soldaten auf der Straße. Sie kommen direkt auf dich zu. Keine Chance, Gusano. Noch mehr. Scheiße, Danny. Mach dich auf was gefasst. Da kommt ein Panzer. Ach, diese Dreckspanzer. Ich brauche Munition. Nachladen, Dani. Och nein! Echt jetzt? Warum renne ich auch hier rein, ich Idiot? Oh Gott. Ich dachte, wo der sagt, der Panzer ist hin. Da dachte ich, der meint seinen Panzer, aber war wohl nicht. Brauch noch ein bisschen Munition. Komm, hier vorne was? Na also, lad nach das Ding. Premium gelaufen, ne? Der lebt immer noch. Das gibt's doch nicht. Was haben wir noch? Eine Granate, ne? Haben wir die ausgewählt? Jo. Überraschung! Ach, ärgerlich, ärgerlich. Naja, man kann nicht immer gewinnen. Da renne ich da auch rein. Hätte ich auch ein bisschen überlegen können. Ist doch klar, dass der Panzer da reinpfeffert. Oh Mann. Selbst schuld, Liquid. Selbst schuld. Naja gut, ich sag mal so. An Ressourcen mangelt es mir tatsächlich nicht, ne? Von daher soll's auch gut sein. Hallo? Prima, jetzt fegen wir nochmal durch. Weiß gar nicht, gab's jetzt hier noch eine Kiste zum Mitnehmen in dieser Basis? Ja, irgendwo da drüben. Hab ich jetzt gerade gesehen. Ach ja, die Waffenkiste. Haha. Die kommen in den Bunker. Irgendwo muss der Eingang sein. Gibt's irgendwas Neues? Nehmen wir mit. Hey. Carlos ist tot. Und jetzt? Ja, und jetzt? Immer noch nicht und jetzt. Wie komme ich in den Bunker? Spaß beiseite. Irgendwo muss es der Eingang sein. Das ist ja wichtig. Also hier schon mal nicht.
Vielleicht von hier. Fick dich, Castillo. Hier ist der Eingang. Sehr schön. Gucken wir mal, was wir für eine Waffe geschenkt bekommen. Es hätte auch einen anderen Eingang gegeben, aber wir hätten hier die Schlüsselkarte nicht gehabt, von daher. Zeig her das Baby, was ist es? Stromlinien, moderne. Eine MP. Stromlinien moderne. Können wir was damit anfangen? Ist die Frage. Weichziel. Die Magazinkapazität ist erhöht und ich bewege mich schneller beim Zielen. Wie sieht die denn aus? Spritzig. Wirklich spritzig. Aber meine Vektor ist halt unantastbar. Den werden wir auch nochmal ausprobieren. Das ist wieder so ein Haftminen-Gerät. Alright. Was haben wir jetzt hier noch bekommen? Habe ich auch fast alles. Kurz auf die Karte. Da wollen wir hin. Danny, hau rein. Gab es hier keinen Hubschrauberport? Nein. Fuck. Aber nehme ich meinen. Der ist, warum auch immer, direkt hier geparkt. Lieb von denen. Wirklich lieb. Du sollst fahren. Oder besser gesagt, fliegen. Nicht chillen. Das scheint nur einer zu sein. Ein Offizier. Ich muss vorsichtig sein. Nee, musst du nicht. Musst du wirklich nicht? Lass das los. Er möchte da nicht hochkriechen. Der feine Herr. Was kriegen wir denn? Gar nichts?
Wir kriegen rein gar nichts. Okay, okay, nächster Halt. Diese Region. War ich jetzt blind? Oder haben wir jetzt nichts gekriegt aus dieser Kiste? War die leer? Also wenn die leer war, dann ist das echt mies. Was zur Hölle wollt ihr denn von mir jetzt? Ich hab doch überhaupt nichts gemacht. Lass mich doch einfach in Ruhe. Wir verpissen uns. Kein Bock auf die Typen. Die meinen nämlich die anderen. Nicht uns. Okay, wir sollten es reparieren. Hier vorne. Wir können nicht mehr reparieren. Das nennt man unsachgemäße Handhabung, würde ich sagen. Brauchen wir einen anderen Plan? Ich habe auch schon einen. War doch gar nicht so schlecht. Wer sieht mich denn da jetzt? Niemand mehr weit und breit da. Ich bin im Kampf verwickelt. Warum auch immer. Dort unten. Komme ich da hin? Ah, das klappt ja nicht immer. Deswegen bin ich da vorsichtig mit. Ach, echt jetzt? Brech mir die Beine. Echt jetzt? Was soll das denn? Ja, wenigstens sind wir hier. So, wie komme ich jetzt da ran? Verdammte Axt. Ich kann nicht auf diesem Vorsprung. Ist nicht drin. Da geht doch. Was war denn jetzt das Problem gerade? Ist keiner so genau, ne? Ja gut, ich hätte auch einfach diesen Weg nehmen können. Gut. Dann nehmen wir jetzt den hier ein. Klar. Der ist einfach zu stark gepanzert. Ein Kontrollpunkt. Ich muss aufpassen.
Hier sind schon genug von euch. Da hinten schlawenzelt er, den kann ich gut treffen. Hier muss ich vorsichtig sein. Und da hinten. Danke. Wo ist die Scheißtafel? Unser Kontrollpunkt. Nice. Ja, die sind wirklich easy. Rang 10. Wunderbar. So, jetzt warte ich. Kriege ich jetzt noch was? Ah, Schießpulver. Katze. Geh. Hey. Hallo. Hey, hey, hey. Hallo, hallo. Gut. Der wäre unser. Als nächstes schieben wir direkt weiter, ne? Ach ja, schieben wir direkt weiter. Oder schieben wir nicht weiter? Ich würde schon ganz gern die Sachen hier noch mitnehmen. Warum auch nicht? Warum auch nicht hier lang? Hab ich ein Fahrzeug? Ja, da. Da drüben. Oh, Dame! Ja, ihr kriegt das schon hin. Ihr kriegt das schon hin. Ihr seid ausgebildet. Von mir sozusagen. So, dann wären wir soweit, wenn wir die beiden Kisten haben, das Grande Finale beim nächsten Mal zu starten. Ich gehe einfach rein. Ist eine Motocross-Strecke? Und niemand da. Das ist mir das Liebste. Wenn niemand da ist, der mir auf den Sack geht. Yara wurde schon immer als Panzerleitungstest. Unjuwel der Karibik bezeichnet. Unser Volk hat diesen Namen für Generationen mit Stolz getragen. Aber die MP7. Das ist alles, was die Kolonialherren sehen. Ein Juwel, ein Objekt, das sie mit... Okay. Ah, nee, das lassen wir noch. Wir holen uns lieber nur die, damit wir, ne, ich hab doch schon wieder fast vergessen. Verkaufen und kontrollieren. Die wichtigste Geschichte, damit wir hier weitermachen können, hätte ich fast vergessen. Als ich zum Militär kam, war ich verloren. Ich hatte keinen Plan, keine Richtung im Leben. Hierher zu kommen, war ein Weckruf. Alles klar, komme ich nicht rein. Irgendwie müssen wir da einen Weg reinfinden. Beispielsweise hier.
Oh, 300 Meter, ey, das ist fucking weit. Mierda. Da ist es wieder. Wir schleichen uns da irgendwie hin. Durch den tiefsten Dschungel. Das sieht doch ganz gut aus. Rennen. Aufstockungsanfrage. Durch das Tragen ihrer Uniform versprechen sie sich zwischen euch und das Chaos von Libertad zu postieren. Als euer Präsident. Klar. Danke. Ausbildung und die besten Waffen zur Verfügung. Alles, um euch zu schützen. Soweit diese tapferen. Soweit das Auge reicht, ist jetzt alles abgefrühstückt. Soweit ich weiß. Ach komm, nehmen wir das jetzt auch noch mit, ne? Wo wir jetzt da sind, pflücken wir es auch komplett auseinander. Was wollen sie? Wollen sie uns auf den Sack gehen? Kommen wir nicht über den Zaun? Sniperini. Ach, Scharfschütze. Komm schon. Das sind die beiden Knarren, die ich brauche. Da runter muss ich. Schnell hier rein. Da oben ist die Kiste. Kleber. Ist hier tatsächlich jetzt Alarm? Nein, ne? Das ist doch nur ein Möchtegern-Hubschrauber, der meint, mal so ein bisschen gucken zu können, oder? Ja, siehst du wohl. Nochmal gucken. Komme ich da? Ja, nicht wirklich. Ich dachte, eventuell käme ich da auf dem Seeweg hin. Zumindest kann ich hier lang laufen. Das ist schon mal der direkte, unbeobachtete Weg.
Okay. Komm, Dani, zieh dich hier hoch. Zieh dich hier hoch. Was war was? Ich würde mich besser fühlen, wenn ich die sehen würde. Lässt du wohl... Das alles zerstört, was wir so mühsam aufgebaut haben. Der einzige Weg, dieses Virus aufzuhalten, ist die Quelle aus... Da drin. Handschriftliche Erinnerung. Die Bunkertür ist immer kaputt. Romeo hat versucht, ein Kabel zum Schalter auf dem Dach zu verlegen, um es zu beheben. Aber das Einzige, was in den Bezug auf Elektrik vertrauen würde, wäre, das Auto meiner Oma kurz zu schließen. Und dann diese Nachricht aus der Zentrale. Auf keinen Fall dürfen Soldaten den Schaltkreis überbrücken, um zu versuchen, an die Fässer im Inneren zu gelangen. Wenn sich noch einmal jemand von euch bei einem solchen Versuch verletzt, wird er die Anzeige wegen Beschädigung des öffentlichen Eigentums bekommen. Wenn das Zeug in dem Bunker so wertvoll ist, dann sollte man... Alles klar. Garcia, wenn wir der Schlange den Kopf abschneiden, wird der Rest der Terroristen verkümmern. Wir sollten den Kabel folgen. Wir nehmen mal die Schatzsuche hier an. Geldreserve. Die Türen zum Bunker müssen immer verschlossen sein. Nur befugtes Personal und evidenzieller Zugang. Okay. Klingt, als würde das Militär etwas Gutes in Bunker 2 verstecken. Wir müssen aufs Dach, glaube ich. Zumindest habe ich da die Kabel gesehen. Wo ist denn Bunker 2? Da ist schon mal der Schalter. Bunker 2. Mist. Da bleibt nicht viel Zeit. Ich hab's schon. Ich hab's schon. Da sind Fässer. Die Klappe ist der Eingang. Wow, wow, wow. Noch tiefer? Was soll ich denn nicht rein? Keine Ahnung. Dani, keine Ahnung. Ich nehme mal kurz ein anderes Moped. Zur Waffe. Alles klar, perfekt, ey. Instinktiv das Richtige gemacht. Objektkatalog. Uralter Speer. What? Assassin's Creed? Tatsächlich. Ha! Ah, ein schönes Easter Egg.
Terraner wollen, dass wir scheitern und sie schrecken vor nichts zurück. Wir müssen sie festnehmen und ihre Schuld strafen. Denn das Paradies muss. Da ist nicht der Schlüssel. Sie verstecken unsere wahre Geschichte. Oder verbrennen sie? Nein, Alexios, keine Sorge. Wie werden sie daran hindern? Dieses Medikament spült Milliarden in unsere Wirtschaft und macht uns alle reich. Aber falsche Jaraner wollen, dass wir scheitern und sie schrecken vor nichts zurück. Wir müssen sie finden, festnehmen und ihrer gerechten Strafe zuführen. Denn das Paradies. Wie komme ich? Ich, General José Castillo, bin ein stolzer wahrer Jaraner. Ah, hier. Ja. Versteckter Raum. Nice. Ah, das haben sie cool gemacht. Was haben wir für eine Knarre? Sobek Spezial, Scharfschützengewehr. So, warte mal. MP7, damit haben wir alle. Sobek Spezial. Sprengmunition. Es tut mir leid, ein Sniper ohne Schalldämpfer ist halt nicht das Wahre. Wie komme ich hier raus? Da muss erstmal drauf kommen. So, nochmal hochgeklettert. Frische Luft, Freunde. Alles klar. Perfekt. Gut, für heute sind wir fertig. In der nächsten Folge geht's los. Mit der letzten Mission für dieses Gebiet gehe ich einfach mal von aus. Vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst mir noch eine Bewertung, einen Kommentar und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Far Cry 6 mit dem guten alten Liquid. Schluss und aus, ich verflüssige mich und bin raus.